So, hallo, wir hätten noch fast vergessen, die Aufnahme zu starten. Mit der Ho, das machen wir schnell. Weil wir jetzt gerade einen Test haben, machen wir das, weil wir schon daheim sind. Also, die Challenge ist, bringt es mehr, statt mit der Hand, die Sachen mit der Ho einzusammeln. Das werden wir jetzt testen. Also, Timmy, schönen guten Abend. Hi. Also 3 Onion, 3 Zwiebeln, einmal mit der Hand gepflückt, gibt natürlich 3 Zwiebeln und einmal mit der Ho. Aha. Wenn ihr so viel Stein habt, macht doch Kiesdorf auf den Raumfahrer. Und Plant Fiber. Also ist das eigentlich scheiße. Was ist scheiße? Also mit der Ho einsammeln ist nicht so gut? Nein, weil wenn du normal pflückst, eine Zwiebel, ja, kriegst du 2. Wenn du sie mit der Ho zerschlägst, Sekunde, ich muss abwarten, bis die Anzeige weg ist, dann gibt es eine Zwiebel und 4 Plant Fiber. Du kriegst Plant Fiber und keine Samen. Ja, okay, kann. Dann ist der Test sozusagen damit erfolgreich abgeschlossen. Ist für ein AA, kann man vergessen. Okay, so. Ich bin abreisebereit. Sekunde, schon rollt der Kram. Ich habe jetzt keine Zeit für den Garten. Wir wollen jetzt wohin? Ja, erst gut aufs Zug ankündigen und dann nicht machen, ist doof. So. Sau doof. So, haben wir Blei dabei? Haben wir Poles dabei? Hab ich. Regenwürmer kriegen wir so auf die Schnelle, alles klar. Dann muss ich mein Minibike. Für Regenwürmer brauchen wir eine Schaufel oder sowas? Dann nehmen wir eine Schaufel. Erde, dann haben wir Regenwürmer, so auf den Akt. Okay. So, also, wir wollen jetzt los. Nach Nordost. Nordost. Hä? Nordost. Ja. Naja, so zwischen Nord und Nordosten, ne, habe ich mir jetzt eine Markierung gesetzt. Das wäre jedenfalls hinten da. Moment, ich setze mir da, wo das Wasser ist. Alles klar. Ja, Richtung Nordost ist das schon. Ah, das ist schön verbitten. Freut mich. Ja, ich hoffe, der Test hat die Frage geklärt. Vorni. Es ist tatsächlich so, dass es eher nichts bringt. Ist ja gut, wenn man sowas mal ausprobiert. Ne? Ja, ja, ja. Man muss sagen, in der Starvation gibt es noch eine Art Handsichel. Da muss man wieder gucken, ob das, das ist auch nicht so. Oh, hier ist kurz, ich mache hier die Kohle gerade weg. Haben wir die Sichel? Haben wir denn eine Sichel? Ich weiß gar nicht, ob wir eine Sichel haben. Wir könnten den Test gerne nochmal mit einer Sichel machen. Kann auch sein, dass die Sichel gemeint war. Aber ist auch nochmal Kohle. Ja, hier ist immer zwischendurch Kohle, aber die läuft uns ja nicht. Wir sind ja gut dabei, sag ich mal so. Ja, ich nehme sie einfach mit. Wenn man schon drüber fährt, sozusagen, kann man sie auch eintüten. Wow. Was ist wieder so eine spät aufploppende Map gerade? Immer wieder abenteuerlich, was da für Bäume für die auftauchen. Ja. Und was für riesige Felsen. Ein paar Meter sind es dahin ja, glaube ich. Ja, ja. Also wir müssen ja am AKW vorbei. Also viel weiter kann es ja vielleicht nicht sein dann, oder? Oder doppelte AKW-Entfernung. Kannst du das so schätzen? Wenn du angehalten hast, kann ich es dir sagen. Bei mir baut sich die Karte noch auf, ich muss warten. Nee, die ist AKW 2, siehst du ja auf deiner Map. Du bist ja der Einzige, der wissen kann, ob das ungefähr doppelte AKW-Entfernung ist. Weil du weißt, wo das Wasser ist und du weißt, wo das AKW ist. Bis jetzt schräg rechts sozusagen von deiner Position aus. Dann bist du da. Dann kommst du dahin und siehst das Wasser. Okay. Aber das AKW war ja manchmal ansatzweise hier. Dann am Rand des Wassers. Ach, da ist Wasser, okay. Ja, ja, ja. Ist ja gar nicht in der Wüste, ist ja in so einem... Hab ich doch nicht gesagt. Okay, nee. Ich dachte, das wäre in der Wüste. Okay, alles klar. So, und am Rande des Wassers, am Ufer sozusagen, da musst du nach einem Fischer und Krokodilen gucken. Krokodile gleich kompromisslos umbringen
und mit einem guten Messer dann looten. Ich habe ein gutes dabei, falls du keins hast. Ich habe gerade gar kein Messer dabei, okay. Okay, falls du ein Krokodil siehst, dann noch nicht umbringen. Ich besorge mir jetzt mal aber im Auge behalten. Ich besorge mir jetzt erstmal einen Knochen aus dem Zombie. Ah, ich habe direkt Bambus vor mir, den fände ich gerade mal. Läuft. Ach, das war ein Hirsch. Zis. Du, ich habe gerade einen Anzuchtträger getötet, ne? Ja, ja. Der hatte Geld dabei. Ja. Dann habe ich ihn mit der Axt zerschlagen. Ja. Keine Knochen. Ich wusste es immer. Die reichen Typen, die da irgendwann mit den Anzeigen, die haben keinen Rückgrat. Genau. Kein Rückgrat. Schön, dass wir uns so wortlos quasi verstehen. Also. Ja, wir verstehen uns doch immer. Sag einfach Kiste, ich guck rein. Da ist noch mehr Bambus, nehmen wir mit. Bevor wir nachher wieder stundenlang suchen, das kenne ich nämlich schon. Wenn du Bambus suchst, findest du keinen. Jeder Bambus wird sofort in die Erde reingezogen und wird oben Deckel drauf, fertig. Und erst wenn du 3 Kilometer entfernt bist, dann kommt der Bambus wieder raus. Hey, das spiele ich im Moment nochmal mit. Recipes, Bone Schiff. So, da ist er dabei. Jo, ich mache mir gerade ein Bone Schiff. Ist mein Lilanes. Also so schlecht ist es auch nicht. Jo. So, dann gehen wir mal Richtung Ufer. Yay. Komm, ich hänge jetzt so doof an diesem Kackstein. Ja, so ging mir das letztens mit Santa. Das war halt nur unpraktisch, als er genau neben mir war. Da habe ich einen Plopp gemacht und sind sie alle da. Dann liege ich da drin. Ups, hier geht's steil runter zum Wasser. Ja, das ist gut. Fährst du, willst du unten im Wasser entlangfahren oder wollen wir laufen? Ja, sonst ist das Krokodil nicht. Ich sehe es wahrscheinlich eher nicht, wenn ich mit dem Bike da entlang fahre. Wie groß ist denn so ein Kroko? Das ist richtig groß. Also, sie können auch im Wasser drin sein. Dann müssen wir halt gucken, ob wir eins am sehen. Das, die halten sich immer an Ufernähe auf. So wie die Fischer auch. Ich übersehe alles Mögliche, gerne. Das ist natürlich eine Arbeit, wo du wirklich auf den Boden gucken musst oder auf den Bildschirm gucken musst, wo du kaum im Chat was nachgucken kannst. Das bitte ich natürlich. Ja, aber er kennt mich ja. Oh, hier ist eins! Alles klar, du hast einen Kroko. Jawohl, so groß ist es. Wow. Ja, das ist schnell. Okay, dann nimm es auseinander. Viel Spaß bei dem Leder. Ist ja richtig schnell. Leder kriegst du raus? Was meinst du, wie schnell die im Wasser sind? Das ist noch schlimmer. Im Wasser machen sie dich richtig nieder. Ein Leder. Okay, dann lass mich das nächste zerlegen. Mhm. Aber das war ja rasant, das Ding da. Mhm. Die schnellste Handtasche der Welt. Ich sehe schon, das ist eine schleichende Invasion. Was? Und in Kürze hat der Rentnertreff jetzt Kanal übernommen und zumindest assimiliert. Das sieht auch so aus, ja. Der ganze Rentnertreff kommt hier rüber. Unglaublich. Das ist auf der Grund. Ich habe keinen Fischer gesehen, ne? Bisher. Ja? Wir haben noch keinen Fischer gesehen. Nee, der würde auch wahrscheinlich zwangsläufig ja aus Berufswegen direkt am Wasser stehen, ne? Ja, genau, der steht hier. Ich glaube, ich sehe einen. Der nach vorne. Vor uns ist einer. Ja, es ist einer. Das der ist im weißen Shirt da? Sehr schön. Genau, der. Der hat eine Rute in der Hand. Eine Angelrute. Da hinten steht irgendwas Gelbes rum. Was ist denn das? Achso. Guten Tag. Wenn man jetzt, ich leg mal das Wasser aus der Hand. Nicht, dass ich irgendwas Falsches drücke. Ja gut, eine Axt ist nicht viel besser, ne? Komm mit mir oder ich schieß dir in den Kopf. Das ist ein guter Gesprächseinstieg, oder? Wie würdest du das so? Ja, finde ich auch. Also, I like to see how to build a hook. Go. Schau mal, what you've got. Also, ich muss jetzt einen Haken craften. Okay. Hook. Craft. So, ich quatsch ihn auch mal an. What's next? How to build a cane? Hey Fischer. Nanu? So, ich habe meine letzte Fischerqueste gekriegt. Ich soll Fische fangen. Cane.
Wunderbar. Ah, toll. Hättest mir sagen sollen, dass ich Duct Tape mitnehmen muss, ne? Und Glue. Das wusste ich nicht. Okay. Du hast, ja, du hattest ihn ja gebaut, ne? Ja, aber ich wusste Duct Tape, auch nicht mehr auswendig. Duct Tape und Klebstoff. Okay, das kann ich wohl knicken. Aber ich setze mir jetzt hier mal eben Waypoint hin für Safe. Lass uns mal weiter nach Krokodilen suchen. Ich habe mir den Waypoint gerade mal mit dem Namen Fischer hier abgespeichert. Unbedingt. Einfach am Rand des Sees entlang. Dann hast du den See erstens auf der Karte. Und dann ist es so... War da eins? Ich habe keins... nee, eine Hyäne. Na, das ist wieder Kohle. Kohle. Kokos sind schon rarer, ne? Ja, ja, die sind nicht so häufig. Die waren mal häufiger gewesen. In den früheren Versionen. Da hast du alle Ritt im Kroko gehabt. Ich kann da sonst mal ins Wasser springen. Naja, habe ich eben schon mal geguckt. Ich habe keins gesehen. Wenn, hängen sie draußen. Ja, bei dem Wetter, ne? Ah ja. Ah ja. Klar. Töte ihn und koche aus seinen Knochen Kleber. Das ist eine sehr gute Idee. Asrak, wie siehst du das? Den Angler töten und dann aus den Knochen Kleber. Ja, dann hat man ja. Genau. Logisch. Was sonst? Auch nicht das Beste, wie um Krokodile zu suchen. Ah ja, geht. Und schon wieder im Grün. Ja, wenn du wüsstest, wie oft ich ungefähr 2 Zentimeter neben einer Mine entlang fahre und die mir immer Screenshots davon machen und ich das nicht mal gesehen hätte. Das war wahrscheinlich bei mir genauso. Eigentlich ganz gut, dass man es nicht sieht. Ich würde mir ernsthaft Sorgen machen sonst. So richtig ernsthaft. Naja, ja. Alternative, wir teilen uns auf, ich fahre mal eben ganz kurz zu irgendeiner Hütte hin und versuche mal, guck mal nach, ob ich da Klebstoff oder Duct Tape finde. Ja, warum nicht? Sicher. Geradeaus ist eine Stadt, da hättest du die größeren Chancen. Ach, hier, pass auf, dann fahre ich hier links vom See. Weil der See teilt sich ja hier durch die Straße. Ja. Vielleicht erlebe ich dann ja auch nochmal ein Krokodil, weißt du? Alles klar. Wobei, ich muss dich dann trotzdem rufen zum Ausnehmen. Das macht schon mehr Sinn. Ja, das Sinn, kannst du auch selber. Ja, aber krieg ich doch nur ein Leder raus. Ja, komm. Nachher brauchen wir 35 Leder für so einen Anzug oder sowas, weißt du? Nee, ich glaube 7 oder 8. Naja, aber da müsste ich 7 und 8 Krokodile finden. Das gestaltet sich. Das kann jetzt auch Zufall sein, dass es so eine miese Ausbeute war. Also 2 sollten auf jeden Fall rauskommen, wenn man Glück hat. Wenn du viel Schwein hast, 3 Leder. Aber mehr kommt da nicht. 2, 3. Das ist so Maß. Krokodilmaß. Ich sehe gerade noch keins. Ja, ja, auch nicht. Wow, das ist aber mal eine richtig große Stadt hier. Ist ja hübsch hier. Also irgendwie, weil die sind diese zerfallenen Gebäude, aber so auf grüner Fläche irgendwie. Astrak bringt mehr Knochen. China. Ach, das war gerade Bambus, an dem ich hängen geblieben bin. Ja, okay. Gott, das ist jetzt zu spät gerade. Ich gucke hier nochmal nach Kroko. Ich glaube, das Krokodil von heute hat es auch lieber etwas flacher. Das geht hier sehr, sehr steil hoch. Es ist nicht wirklich... Ich habe eins gefunden. Ja, ist doch gut. Und wo gab's? Ich bin noch dabei. Achso. Das ist halt ganz beschissen am Anfang. Eins. Eins, okay.
Du kriegst mit diesem Messer nicht mehr raus. Das ist ja, glaube ich, damit bewiesen irgendwo, ne? Naja, noch nicht so richtig, aber... Ja, du kriegst also ein Fleisch, dann kriegst du ein Leder, dann kriegst du zweimal Fleisch raus und dann hat das Ding auch schon kein HP-Balken mehr, weißt du? Eigentlich hat das Krokodil mich gefunden. Ja. Wenn man es genau nimmt. Okay. Ich war schon weiter. Und das Kroko hat dann gesagt, hallo, hier bin ich. Lass mal reden. Wow. Was wow? Da hat einer das beste Schmuggelgeschäft, was es überhaupt gibt im Schmuggelgewerbe ab. Das ist der Volltreffer. Hammer. Verstehe ich nicht. Ich habe ein Schmugglerspiel laufen. Das hat, da kann man schmuggeln mit der Ingame-Knete, die man hier hat. Und da gibt's einen Höchstgewinn. In 7 Days oder auf dem Handy? Nein, hier im Chat. Ach so, okay. Echt? Und? Ah, ein Bär. Ich könnte noch mal einen Bär erlegen. Und der hat dich jetzt quasi leergeräumt? Nö, der hat zum ersten Mal den Highscore geknackt. Den Highscore geknackt, das ist natürlich geil. Wieso treffst du den nicht? Alter, was ist denn das für eine Hitbox? Ja, unnatürlich. Ach, Jack, danke für die Host. da hinten ist auch nochmal eine Stadt. Boah, kommst du wahrscheinlich Bär. Auch vorbei. Ich habe gerade ein Problem. Ach, das schaffst du. Natürlich schaffe ich es, aber ich habe trotzdem ein Problem. Alter, das ist eine scheiß Hitbox mit dem Bär. Den triffst ja, du nicht. Aber komm. Das kriegst du hin. Ey, Asrak, es könnte schon mal kommen. Es könnte ein gepimptes Schwein im Hardcore-Event sein. Denk da mal dran. So, ich versuche jetzt mal Duct Tape eben irgendwie zu besorgen. Ja. Ich fahre da mal zurück. Da ist natürlich der Baseballschläger mit der Keule, der ist natürlich dann besser. Den habe ich auch dabei. Mhm. In Kombination mit dem Laserschwert gefällt mir das sehr gut. Also wenn die dann erstmal auf den Boden legen, dann einmal noch mit dem Laserschwert drauf und das war es dann auch. Okay. Boah, ich sehe keinen Kroko irgendwie. So, wo gibt's am besten Duct Tape? Ja. Überall eigentlich, ne? Kann man so überall. Nicht genau sagen, ne? Ja. Gehen wir nochmal hier rein. Ihr habt es ja gesehen, da hat mich ein Schuss getroffen irgendwie, ja, das ist natürlich lächerlich. Der hat irgendeine Hitbox, die ist so klein, ja, und das ist natürlich ganz große Scheiße. Kann man eigentlich friedliche Tiere per X-Mail feindlich trimmen? Ich glaube, dass es gehen könnte. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber eigentlich müsste es dafür Werte geben. Also ich kann's. Wenn ich's kann, kann's jeder. Du musst halt im Hardcore-Event vergessen, was du bei 7 Days to Die weißt. Ja, sage ich ja auch jedem. Ja, yeah, genau. Ja. Also man weiß nie... Das ist nur die Plattform. Man weiß nie, was da ist. Ich bin der Sau begegnet, keinem Krokodil. Ach, recht. Oh, ein Messingwasserhahn. Den nehmen wir doch gerne mit hier. Ich fahr mal ans andere Ende. Da ist auch noch ein kleiner See. Da hatte ich auch noch einen Fischer gefunden. Vielleicht ist da noch ein Kroko für mich. Du kannst aber noch nicht ganz dumm herum sein, oder? Das ist ein riesiger See. Du bist ja, ich bin an dir vorbei, sozusagen. Du bist einmal drumherum? Ah ja, was haben wir denn? Wir haben drei Krokodile da drin aufgetan. Oder? Ja, du bist einmal drumherum, ja? Oder? Ja, wir sind drumherum. Hast du abgebrochen irgendwie? Nee. Und jetzt mal gucken. Vielleicht sehe ich da noch das eine oder andere Krokürchen. Wow, hat die. Oh, alles klar. Ex-Bandit, ne, verdammtes Pack. Wieder in der Kirche versteckt. Okay.
Ich gleich das Feuer auf mich eröffnet, die Säcke. Da sind sie ja ganz gerne, ne? Ja. Das ist so der Standardplatz. Risk, Gambling, Fishing. Target Active, danke. Aber hier oben wird nichts sein. Außer Ära vielleicht. Oh. Also ein Bär im Hardcore-Event anzutreffen, ja, ist so gut wie RIP. Das kannst du schon mal abhaken. Okay, Brandpfeil-Schematik und ich nehme die mal mit. Ja, aber mit. Also das Haus hat sich nicht gelohnt. Ja, das Wissen bringt dir im Hardcore-Event nur die halbe Miete. Wenn sie dich gefressen haben, dann bist du trotzdem tot. Also das nützt ja auch nichts, dass du dann was gewusst hast oder nicht. Also willst du machen. Wenn du auf zwei Renner triffst oder so, oder reicht ja schon manchmal einer, und du hast nur die blöde Steinaxt in der Hand und sonst nichts, irgendwie Feierabend. Ne? Da ist gleich Schluss. Dann kannst du nichts machen mehr. Ich sag Krankenschwester, ich hätte ja auch direkt zu Beginn tot sein können. Irgendwie. Das ist, ich habe deinen Stream gesehen, mein lieber Mann. So, ich bin dann im kleinen See. Du hast das Schwein angefeuert. Naja, vielleicht nicht direkt angefeuert, aber... Naja, ich habe mal jedem die Daumen gedrückt, so sag ich mal. Mal irgendwann... Boko... Kleines Krokodilchen. Ich gucke auch mal, was ist denn hier am vielversprechendsten? Ich gehe mal in die Tankstelle hier rein. Ich habe immer so ein blödes Gefühl, wenn ich an so einer Kirche hier vorbeikomme im Spiel. Ah, hier hatten wir den Fischer eingemauert. Und ich glaube es nicht, hier ist auch ein Fischer noch drin. Ach echt? Ja, den hat es mit Frames eingemauert, der ist auch noch da. Fantastisch. Okay. Also haben wir einen festen Fischer. Okay. Sehr schön. Mhm. Das war schon mal nicht schlecht. Dann markier doch den jetzt mal bitte. Das wäre. Den hatte ich markiert. Ja. Fischer. Naja, ich hatte dich ja vorhin gefragt nach der Fischermarkierung und da hast du gesagt. Ja, weil ich davon ausgegangen bin, der Markierung. Ist auf jeden Fall weg. Ich hab dir die geschert. Ja, dann hättest du ja. Ne? Aber wir wollen ja jetzt die Kokos erwischen. Ah, das ist auch geil. Diese roten Bäume hier, da ist sogar noch mehr. Da ist noch ein Fischer. Die geben rotes Holz direkt. Was? Diese Bäume hier. Ach so. Die haben einen roten Stamm. Ja? Aha. Okay. Ach komm, geben die kein rotes Holz mehr? Nee. Ich dachte, du wirst auch gedanklich bei den Fischern, die rotes Holz geben. Deshalb dachte ich mir, okay, nee, jetzt hörst du mal normalerweise hatten die, also gut, dann haben die das auch geändert. Die haben normalerweise gleich rot gefärbtes Holz gegeben. Schade, dass es nicht mehr so ist. Ah. Die habe ich sehr gerne gefarmt, diese Bäume. Ach komm. Oh Mann, ein Krokochen. Für mich. Oh, Mini-Bike-Sattel. Gut. Bald ist wieder Hardcore-Event, wollte ich sagen. Ich kann's noch, Asrak. Ich kann's noch. Du brauchst halt einen zweiten Mitspieler, der mit zwei Wrenches in der Hand stirbt. Das ist Joachim. Danke für die Bits und natürlich hast du recht. Der Chat hat immer recht. Es ist eine alte Weisheit. Der Chat hat immer recht. Rotes Holz geben die rötlichen Bäume, die nur 50 bzw. 600 HP haben, die größeren. Geben kein rotes Holz mehr. Ah ja, okay. Also da ist ein bisschen was geändert worden. Früher war das egal. Rotes Holz hast du immer von diesen roten Bäumen bekommen. Na ja, gut. Es ist halt immer noch ein bisschen Abwechslung drin. Es ist nicht immer, also es bleibt nicht alles beim Alten. Ich habe 20 Potassium gefunden. Okay.
So, junge Bäume, ne? Jo, nochmal so ein Worst-Item, was wir für hier so eine Quest brauchen, ne? Small Toys. Mhm. Da haben wir jetzt endlich einen zweiten von. Ich habe einmal Glue gefunden. Jetzt brauche ich nur noch Duct Tape. Und zwar wie viel? Jetzt habe ich rotes Holz. Also hier ist irgendwie ein Duct Tape brauche ich. Ein Duct Tape brauche ich noch. Ich habe jetzt kein Krokodil entdeckt hier in dem See. Guck mal. Asrak? Ja. Hast du gehört? Wenn ich noch ein Duct Tape kriege, Glue habe ich jetzt. Okay. Oder noch einen zweiten Glue, dann könnten wir uns Duct Tape ja herstellen. Mhm. Weil dann kann ich mit der Quest eine Schatzkarte, nehme ich mal mit, ne? Das grappen wir, das packen wir da rein. Den nehmen wir mit. Ja, müssen wir eigentlich nicht, ne? Ach so, ach ja, doch, ja, dann schmeiß ich den weg jetzt. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Sehr schön. Werden wir gleich mal das Minibike während der Fahrt auf. Hat ja auch was. Wire Tool. Ach komm. Machen wir weg hier. Okay, fahren wir weiter. Ich bin infected, verdammt. Da gehen wir mal rein. Oh, das sieht ja nach einer besseren Hütte aus, oder? Du, wir sind bei 26 Minuten. Okay. Ich würde sagen, verabschieden wir uns. Eine Folge würde ich wohl noch machen dann, aber dann würde ich mich auch langsam verabschieden. Es ist 22.30 Uhr jetzt deshalb. Ja, ich bin nur auf der Suche, um dir ein Duct Tape zu verschaffen. Ja, das finden wir vielleicht dann ja sonst nächste Folge. Ich bin dazu versucht. Das kann gut sein. Ja. Okay. Alles klar. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. War gerade schlecht oder wegen. Es kam gerade ein